willkommen zu deinem Kurs. Herzlich willkommen zu einer Runde Fettburner. Ja, wir machen eine Runde Fettburner. Komm erstmal ganz locker von links nach rechts. Komm erstmal ganz locker hier im Kurs an. Ich erkläre dir erstmal, worauf es jetzt ankommt. Wir wollen unser Fettstoffwechsel anregen bzw. unsere Fettverbrennung anregen. Und da finde ich immer den Begriff Fettburner etwas irreführend, weil man immer das Gefühl hat, es muss so richtig brennen, damit das Fett schmilzt. Das ist nicht der Fall. Wir müssen locker und leicht in Bewegung kommen, sollten leicht angeschwitzt sein, sollten eine leichte Erhöhung der Atemfrequenz haben, aber auf gar keinen Fall sollten wir kurzatmig werden. Wenn du das feststellst, dann bist du sehr wahrscheinlich über deiner Grenze der Fettverbrennung. Diese Zone nennt man die anaerobe Schwelle oder diese Schwellen, diese Grenze nennt man anaerobe Schwelle. Das ist der Bereich, ab dem du dann nicht mehr mit Hilfe von Sauerstoff oder eben nicht mehr so gut deine Energie bereitstellst und dann wird eben nicht mehr der Fettstoff oder der Fettspeicher hinzugezogen, um deine Energiereserven auszuschöpfen, sondern deine Glykogenspeicher. Das ist auch okay, aber dann sind wir eben weniger in der Fettverbrennung als in den Glykogenspeicher. Für so kurze, extreme Belastungen ist es immer gut, wenn wir diese Glykogenspeicher haben in der Muskulatur. Aber für solche etwas längeren, gleichbleibenden Belastungen mit niedrigerer Pulsfrequenz sind wir dann schön im Fettstoffwechseltraining und das wäre jetzt das Ziel. Also bleib immer schön entspannt, leicht angeregt im Herz-Kreislauf-System, aber niemals völlig außer Puste, dann bist du super dabei. Du kannst das natürlich auch mit der Pulsuhr machen. Wenn du dann deine anaerobe Schwelle kennst, deine Fettstoffwechselzone kennst, dann schau einfach zwischendurch mal auf den Puls und wenn du feststellst, du bist drüber, dann nimm am besten die Arme einfach weg, denn ohne Armeinsatz kommt der Puls auch nicht so hoch. Da kann jetzt jeder für sich so ein bisschen schauen. Wenn du feststellst, du kannst noch ein bisschen mehr, nimm die Arme ein bisschen extremer mit und komm ein bisschen weiter eingebeugt in den Füßen. Jawohl. Komm. Leichtes Drehen jetzt hier im Oberkörper. Soll jetzt hier kein Fitkick-Boxkurs sein, soll jetzt nur mal eine leichte Rumpfrotation reinkommen hier in die Bewegung. So mobilisieren wir noch mal ein bisschen die Wirbelsäule. Genau, haben wir gleichzeitig noch eine Ganzkörpermobilisation dabei. Mach die Arme mal ein bisschen länger nach vorne. Zieh dich schön auf. Komm, komm, komm. Bisschen tiefer, wenn du mehr willst. Hopp, hopp, hopp. Spann dich auf. Komm, 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 komm. Der Bauch ist leicht eingezogen auf Spannung. Jawohl. Komm. Bisschen mehr. Hoch, 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 hoch. Ja, das wird jetzt hier kein Kurs mit großartigen Schrittkombinationen. Du kannst relativ gedankenverloren jetzt einfach ein bisschen mit mir in Bewegung bleiben. Wir werden hier nicht großartig aerobic-mäßig etwas aneinander reihen. Es wird auch koordinativ, denke ich, nicht so anspruchsvoll, sodass das ein Kurs ist für jedermann. Jetzt pendeln wir die Arme locker durch. Genau. Komm, hoch, 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 hoch. Jawohl. Zieh, mehr. Lass mal deinen Schultergürtel vorne frontal und nur die Arme pendeln durch. Hoch. Also keine Rumpfrotation in diesem Sinne jetzt, sondern einfach nur vorne die Arme durchpendeln. Oberkörper ist leicht nach vorne geneigt. Komm, 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 komm. Jawohl. Zieh. Hoch. Pendel. Mehr. Hopp. 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 So, jetzt wird hier aus der Hin- und Herbewegung nochmal das Bein ein bisschen mehr zurückgenommen. Wir kommen hinten schräg. Kreuz. Hopp. 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 Jawohl. Das aktiviert jetzt nochmal ein bisschen die Innenschenkel. Locker. Kreuz. Komm, komm, Arme mit.
Je größer der Schritt, je tiefer, desto intensiver. Komm. Hop, 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 hop. Schieb die Füße mal schön nach hinten zurück. Rück. Komm. Lang. Zieh. Innenschenkel fest. Komm. 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 Hop, hop, hop. Jawohl. Acht mal mehr. Wir ziehen acht. Komm. Super. Achtung, vorne Kreuz jetzt. Vor, vor. Arme nehmen wir mal ein bisschen entspannter mit. Vorne tap, 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 tap. Jawohl. Komm tiefer, wenn du willst. Hop, 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 hop. Innenschenkel fest. Komm, 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 komm. Hop, hop. Acht mal mehr. Komm. Acht. Jawohl. Super. Letzten. Locker links, rechts. Sehr schön. Okay. Bleib mal in der Fußbewegung. Wir bleiben dabei. Variieren jetzt ein bisschen die Arme. Bizeps Curls. Wir ziehen hoch, 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 hoch. Jawohl. Zieh die Füße ran jetzt. Komm, 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 komm. Nicht mehr einfach nur hin und her, sondern Seite, 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 Seite. Komm. Bisschen größer, wenn du willst. Komm, hopp, 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 hopp. Acht mal mehr. Komm. Acht, sieben, sechs, fünf, vier. Bleib in den Füßen dabei. Die Arme seitlich hoch. Komm, 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 komm. Öffne dich. Locker. Komm. Jump, 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 jump. Achte auf deinen Puls. Wenn dir das zu viel wird, nimm die Arme tiefer. Mach die Bewegung in den Beinen kleiner. Du entscheidest. Bei mir geht noch ein bisschen was. Komm. Hopp, 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 hopp. Achtung, hinten kreuzen wieder. Rück. Komm, komm, komm. Arme kreuzen vor. Super, super. Komm, hopp. Öffnen. Kreuz. Sehr schön. Hopp, hopp. Acht mal mehr. Komm, acht. Noch vier, drei. Und vorne Kreuz. Komm, Kreuz. Vor, vor, vor. Jawohl. Super, super. Komm. Hopp, 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 hopp. Acht mal mehr. Komm. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei. Locker marschieren. Jawohl. Super. Okay. Eine kurze Pulskontrolle, wenn du kannst, wenn du möchtest. Wenn du eine Pulsuhr hast. Ansonsten spür einfach mal in dich rein. Schau mal, dass du nicht kurzatmig bist. Konzentrier dich mal auf dich. Nimm dich mal wahr. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du ein Gefühl für dich und deinen Körper entwickelst. Jawohl. So, ich bin jetzt leicht angeschwitzt. Ja, ich war schon ein bisschen vorgeschwitzt. Das täuscht jetzt ein bisschen. Ich habe im Vorfeld dieses Kurses einen relativ anstrengenden No-Limits-Kurs gemacht. Also lass dich nicht täuschen von meiner Schweißproduktion. Die ist jetzt überproportional, weil ich einfach schon ein bisschen was hinter mir habe. Du musst jetzt nicht so fertig aussehen wie ich. Das wäre jetzt ein bisschen viel. So, okay. Achtung. Fersen vorne tap. Tap, 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 tap. Jawohl. Nimm die Arme wieder locker mit. Komm, 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 komm. Jawohl. Hop, 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 hop. Tap, tap. Komm ein bisschen tiefer, wenn du magst. Bisschen zurück mit dem Po. Tief, tief. Oberkörper aufrecht. Komm, 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 komm. Ja, soll ja auch was aussehen, ne?
soll ja nicht nur was bringen, soll ja auch was aussehen. Komm, stolze Brust. Jawohl. Achtung, die Arme raus. Komm, komm, komm. Tap, tap. Wieder ein bisschen tiefer. Komm, hoch, hoch. Vor, vor. Kreuz die Arme. Gerne im Wechsel. Jawohl. Hep, hep. Sehr schön. Komm, tief, 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 tief. Die letzten acht. Acht, sieben, vier, drei, zwei. Locker. Komm, hop, hop, hop. Okay, was vorne geht, das geht auch hinten. Die Fußspitze rück, 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 rück. Tap, tap. Spann den Po an. Jawohl. Komm. Bizeps Curls. Komm. Zieh, 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 zieh. Jawohl. Komm, tiefer. Streck die Beine lang. Spann den Po an. Komm, noch mehr. Rück, 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 rück. Apropos Rück, der Rücken bleibt gerade. Ja, kein Rundrücken, schön gerade auf Spannung. Super, super. Komm, mehr, mehr, mehr. Zieh, zieh. Die Arme seitlich raus. Wir ziehen hoch, 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 hoch. Zieh, zieh. Kreuzen, vorne, komm, bisschen Brustaktivierung, wir ziehen mehr, 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 rück, Popo fest, auf geht's, komm, 8, 7, 6, 5, 4, 3, komm nach oben in den Marsch, locker, jawohl, super, super, heieiei, einmal wieder nachspüren, Pulskontrolle, wenn noch ein bisschen was geht, komm wieder breit. Jawohl, locker marschieren. Jawohl, komm, links, rechts. Nimm die Arme mit. Okay, Achtung, wir schließen und öffnen. Schließen und öffnen. Schließen und öffnen. Schließen und öffnen. Komm, groß, komm klein. Groß, komm klein. Groß. Jawohl. Super. Hoch. Hoch. Jawohl. Komm. Sehr schön. Achtung. Wir bleiben tief. Bleib tief. Lass die Fußspitzen nach außen zeigen. Nimm die Arme mit. Komm noch mal ein bisschen tiefer. Jawohl. Achtmal mehr. Komm. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei. Die Beine machen weiter. Die Armen kommen mit. Kennen wir jetzt. Komm. Komm. Bisschen intensivere Beinarbeit jetzt. Die Arme kreuzen vor. 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 Wenn du möchtest, kommst du locker vor zurück. Komm. Ja, ich darf dir nicht so nah kommen. Ich muss ein bisschen weiter wegbleiben von der Kamera. Ich bin schon so verschmiert. Also, du kommst ein bisschen vor zurück. Ich gehe nur zurück. Komm, 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 komm. Bisschen tiefer. Komm, acht. Noch vier, drei. Locker links, rechts. Komm, tap, 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 tap. Tipp. Jawohl, den Popo fest. Komm, 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 komm. Nimm den Oberkörper mit. Zieh dich rück. Komm, rück, rück. Bauch ist schön fest. Jawohl. Fest, fest. Sehr schön. Komm, tief, 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 tief. Komm, mehr,
mehr. Sehr schön. Komm. Bauch fest. Zieh. Rücken. Jawohl. Komm, mehr. Mehr. Mach dich lang über die Seite jetzt. Zieh. Side. Jawohl. Komm, mehr. 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 Nimm die Arme mit. Einseitig. Komm. Zieh. Raus. Lang. Raus. Lang. Raus. Lang. Raus. Super. Komm. Streck dich. Mach dich lang. Komm tiefer, wenn du magst. Komm. Hoch. 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 Sehr schön. Noch acht. Hoch. Hoch. Jawohl. Die letzten vier. Komm. Zwei noch. Achtung, Wechsel auf die andere Seite. Lang. Lang. Und komm wieder ein bisschen tiefer, wenn du magst. Lang strecken. Hoch. Komm. Popo fest. Arm lang. Bauchspannung. Tief hoch. Tief hoch. Tief hoch. Heieiei, an was man alles denken soll hier, ne? Ja, hab ich noch gesagt, es ist ein Kurs, bei dem du Gedanken verloren dich bewegen kannst. Ach, habe ich wieder zu viel versprochen. Okay, Achtung, beide Arme mehr. Hoch, 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 hoch. Sehr schön. Vor, komm. Vor, 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 vor. Acht auf deinen Puls, wenn es zu viel wird. Nimm die Arme tiefer. Jawohl, bleib dabei. Komm, 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 letzten acht, hin und her. Acht, sieben, sechs, jawohl, noch vier, drei, zwei. Wir marschieren locker auf der Stelle jetzt. Super, so, wieder reinspüren. Okay, du kannst auch den Sprechtest machen. Du kannst mir einfach ein Gedicht aufsagen oder ein Lied singen. Und wenn du feststellst, das geht noch ohne Schnappatmung, dann ist alles gut. Dann bist du in der richtigen Pulsfrequenz. So, ich höre hier vor Ort. Super. Das war ein schönes Gedicht. Bleib locker in Bewegung. Ja, hier ist alles erlaubt. Bei dir zu Hause sowieso, hört ja keiner. Wichtig ist nur, dass du nicht kurzatmig bist. Jawohl. Ansonsten ist es gar nicht so geschickt, während deiner Sporteinheit zu singen bzw. dich dauerhaft zu unterhalten. Ja, es hemmt die Fettverbrennung. Ja, musst du aufpassen. Genau, also lieber nicht reden, nur mitmachen. So, machen wir noch eine Runde. Eine Runde geht noch. Komm mal ein bisschen breiter aufgestellt. Achtung, bleib einmal stehen. Wir beugen einmal ein. Leichtes Wippen. Ja, das ist einfach. Da musst du nicht viel nachdenken. Das ist zum Ende des Kurses ganz geschickt. Bleib einfach ein bisschen hinten. Okay, verlager mal dein Gewicht auf die Seite. Komm. Komm, komm. Ja, das geht alles noch. Jetzt kann man mal so ein bisschen nachspüren. Jetzt fängt die Schweißproduktion ein bisschen intensiver an. Komm mal auf die andere Seite. Keine Sorge, wir nehmen die Arme gleich nochmal mit dazu. Über die Mitte. Komm, tief, tief, tief. Achtung, die Arme vor, 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 vor. Zieh rück. Komm, vor, überkreuz. Und schön zurück. Komm, 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 komm. Tief, tief. Arme, Kreuz. Hüpp, 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 hüpp. Jawohl, sehr schön. Achtung, bleib mal auf der Seite. Hier, hier, vor. Die Arme, komm. Lass einen Oberschenkel mal ein bisschen intensiver brennen. Nochmal acht, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, wir wechseln rüber. Komm, tief,
tief, tief, tief. Ja, im Prinzip ist es fast egal, was du machst. Wichtig ist nur, dass du immer relativ gleichmäßig im Puls bleibst. Komm nochmal über die Mitte. Jawohl, komm, 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 komm. 4, 3, ein paar Kniebeugen. Komm, komm, komm. Haben wir es gleich geschafft. Mach noch einen kleinen Endspurt jetzt. Jawohl, komm tief, komm hoch. Vorne nochmal kreuz. Komm, komm, für die Brust und den Rücken hinten zieh. Zieh, vorne schieb. Super, super. Die letzten. Acht, ab jetzt. Komm, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Komm nach oben hoch, locker. So, schüttel mal ein bisschen aus. Leichtes Kicken. So, du müsstest jetzt ein gut angeregtes Gefühl haben. Du solltest dich jetzt nicht platt fühlen. Du solltest keine Schnappatmung haben. Du solltest leicht feuchte Haut haben. Erhöhte Herzfrequenz im unterschwelligen Bereich. Also so bei 65-70% deiner maximalen Herzfrequenz, falls du die mal festgestellt hast. Lässt sich auch berechnen, da kannst du dich auch gerne mal auf unserer Seite informieren, im Bereich Geist. Einfach mal nachschauen unter Fettstoffwechseltraining, da steht alles, was du wissen musst. Und dann ist dein Training auch gezielt und du machst und erreichst das, was du dir vorstellst. Vielen Dank fürs Mitmachen, ich hoffe, du bist ein bisschen in Bewegung gekommen, in Wallung gekommen, das war der Plan. Es hat auch hoffentlich noch ein bisschen Spaß gemacht, das würde mich sehr freuen.